Wir kriegen ja öfter Post, weil wir zu viele englische Ausdrücke verwenden. Dabei vergessen solche Sprachpuristen, wie viel deutsche Begriffe es ins Englische schaffen. German Angst zum Beispiel oder Blitzkrieg oder Schadenfreude. Alles urdeutsches Wortgut. Warum German Comedy nicht dazugehört, versteht kein Mensch. Dabei können wir echt komisch sein, wie wir Ihnen jetzt zeigen. Zum Beispiel Ulan und Bartor. Und wenn man denen zuschaut, begreift man plötzlich die ganze Köhler-Misere. Das ist eine Männerkrise. Männer mit Babymützchen. Ein Bild, das es auf den Punkt bringt. Verweichlichte Männer ohne Mutti geht gar nichts. Das haben wir nicht gewollt. Willkommen im irrealen Kosmos. Ladies and gentlemen, are you ready for the start of the show? Von Ulan und Bartor. Seit sie Bayerns Kabarettbühnen betreten haben, ist dort kaum mehr etwas wie vorher. Die beiden zerlegen Wirklichkeit und Sprache in absurdes, aberwitziges Theater. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht hier, ne? Beim Arzt. Sie wissen nicht, warum Sie hier sind, Herr Stripizinski. Das ist ja hochinteressant. Sie müssen doch einen Grund haben, warum Sie hier sind, Herr Stripizinski. Och, meine Frau sagt, du bist jetzt über 35, gehst du mal zur Vorsorge. Der Kölner Sebastian Rüger und Frank Smilgis aus Hannover sind eigentlich Schauspieler. Zusammen sind sie Ulan und Bartor. Das ist Ulan. Das ist Ulan. Ja. Ja. Nee, es ist nicht wichtig. Kennengelernt haben sie sich auf der Schauspielschule in Essen. Irgendwann setzten sie sich Mützen auf und machten ihr eigenes Stück irgendwo zwischen Kabarett und Stand-up. Wenn beispielsweise ich mich ja da jetzt draufsetze, dann sitze ich irgendwie so. Das ist auch komisch. Also, irgendwie so. Was ist denn mit deiner Stimme? Was soll denn mit meiner Stimme sein? Oh, nichts, alles in Ordnung. Ja, ist doch gut. Ist alles gut, ne? Ja, klar. Hauptsache ist alles okay. Das ist für uns das Abenteuertheater auch, dass einfach an dem Abend auf der Bühne Dinge passieren, von denen wir selber noch nicht genau wissen, wo sie uns hinbringen. Und ein Stand-Upper erzählt halt das, was man eh schon kennt. Und man lacht im Grunde genommen über die Wiedererkennung. Und das ist bei uns anders. Und wie geht's Ihnen jetzt? Ach, ganz geil, danke der Nachfrage. Herr Beck, Sie sind sehr erfolgreich. Sie sind bereits zum 5. Mal hintereinander nicht Deutschlands Fußballer des Jahres. Das ist ja ungeheuer. Ja, sicherlich, ja. Ungeheuer ist viel, aber nichts ungeheurer als der Mensch. Mhm. Er überschreitet auch das graue Meer im Notoss-Sturm durch die tosenden Wogen hindurch. Leichtgesinnter Vögel Volk fängt er am Garn. Wilder Tiere, Geschlechter und Kinder des Meeres in verschlungenem Netzgeflecht. Der kluge Mensch. Ratlos tritt er vor nichts, was da kommt. So viel von Sophokles. Mit unglaublicher Geschwindigkeit und schauspielerischer Präzision zappen sich die beiden von einer Rolle in die nächste. Seit sie in Passau das Scharfrichterball gewonnen haben, werden sie mit Auftrittsangeboten überhäuft. Ich glaube, dass ein Teil des Geheimnisses ist, oder der Antwort ist, dass wir es immer ernst nehmen. Also wir sind beide sehr alberne Menschen, aber auch das Gegenteil. Und unser Publikum merkt das, glaube ich, dass wir auch die Karlauer ernst nehmen und auch uns auch über das Ernste lustig machen können. Also es ist so beides drin. Herr Stripizinski, ich kann so nicht arbeiten. Ich brauche da schon ein bisschen entgegenkommen, Herr Stripizinski. Ich kann ja nichts entdecken, Herr Stripizinski. Haben Sie keine Beschwerden, Herr Stripizinski? Nein, alles normal. Alles in Ordnung. Ja. Dieses Mal möchten wir jedoch von einem Erlebnis an Bord dieses unseres Forschungsschiffs berichten. Auch im Internet verbreiten sie ihre skurrilen Geschichten. Absurde kleine Low-Budget-Filme mit dadaistisch anmutenden Sprachspielereien. Uns gefällt, das weiter zu benutzen und weiter zu spinnen, was Dada so angerissen hat. Also dieses Spiel mit Sprache, mit Absurden, mit dem Klang von Sprache. Aber das ist ja nur eine Facette bei uns. Also das taucht mal auf. So. Doi-bi-di-doi, doi-bi-doi-bi, doi-bi-doi, doi, zing-zing. Kann ich die Frage nochmal haben, bitte? Ja, kein Problem. Befinden sich im 5. Buch Mose? Ja. Oder andere Pflanzen. Wer wenn sich mit der Buchmose aus anderen Pflanzen. Ja.
Das ist ja gar keine richtige Frage! Richtig! Wieder! Ihre Strickmützen haben die Wirkung einer Clownsnase, sagen sie. Sie geben ihnen die Freiheit, aberwitzigen Nonsens zu machen. Genial. Franziskus, erzähl mal, was ist dein Problem? Ich zerteile Katzen mit einer alten Säge! Du zerteilst Katzen mit einer alten Säge? Franziskus, das ist nicht okay. Franziskus, warum tust du das? Weiß ich nicht. Hast du denn kein Geld für eine neue Säge?